Wollen wir nach der Reihe machen? Ja, wir machen nach der Reihe, oder? Wir machen nach der Reihe. Wir machen erstmal das hier. Denkt ihr, ihr seid... Warte mal, da brauche ich meine Kopfhörer. So. Wo sind die denn? Wo sind meine Kopfhörer? Einmal die hängen doch hier, Alter. Ich bin doch ein Blindfisch, Alter. 2 Zentimeter neben meinem Kopf und ich suche die auf dem Boden. Also. Ach. Egal. Cool, ihr seid krass. Warum? Wer bist du? Oh, warte mal. Falsch eingestellt. Käfetze, doch, ist so richtig. Also, ja. Muss auch an sein, ne? Wie werde ich ein Hells Angel? Oder eher gesagt, du kriegst einfach die doppelte Strafe. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema. Ihr hattet 24 Stunden Zeit, mir Fragen zu stellen. Also sprich alles, was euch interessiert. Ich habe einen Kollegen dabei, der wird mir gleich die Fragen vorlesen von euch. Also ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe gar keine Ahnung, was ihr wissen wollt oder was euch interessiert. Also werdet gleich komplett unvorbereitet in die Fragen reingehen. Was wollen die Leute wissen? Erste Frage wäre, wie bist du Hells Angels Mitglied geworden? Wenn du es zu persönlich findest, versteht die Person das. Okay. Was noch? Wie kamst du zu den Hells Angels? Okay. Also um ehrlich zu sein, 80% ist eigentlich nur ein Club purer. Okay. Aha. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Es gibt doch noch. Interessiere ich euch nicht als Person? Das ist nur der Club oder was? Ja, gut, dann, wenn es 80% interessiert oder. Ja, Diggi, normal, ne? Wenn du dich Boy K81 nennst, ist doch klar, dass die was über den Club wissen wollen, ne? Ist ja irgendwo logisch, oder? Meint ihr nicht? Hat da auf jeden Fall safe was mit dem Namen zu tun, ne? Megatrieben, Namen zusammen. Ist der Typ neuer YouTuber? Ja, also neu weiß ich jetzt nicht. Der hat so 9 Videos auf dem Kanal auf jeden Fall. Und können mal gucken, wie lange er das schon macht, dieses YouTube-Game. 2000 Abos am Stissel, 9 Videos. Ja, vor 3 Wochen der erste Upload. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf das Thema. Aber um es allen vor allem mal zuzumachen, werde ich euch jetzt ein, zwei Sachen dazu sagen oder darüber reden. Ich euch sagen, was mich bei dem Thema auch extrem stört. Wie werde ich ein Hells Angel oder eher gesagt, wie werden 90% von euch, die es interessiert oder die es gerne wollen würden, nicht? Ich sage euch da einen ganz einfachen Grund. Ihr wisst gar nichts über den Club. Mega trieben. Dankeschön für den Gifted Sub. Ihr wisst gar nichts über den Club. Aber ihr wollt in den Club rein. Fragt euch erstmal, aus was für einem Grund wollt ihr in den Club? Was bringt ihr dem Club? Das kann ich dir sagen, mein lieber Boyka, warum die Leute in den Club rein wollen. Ganz einfach, die verzerrte Darstellung der Medien, die verzerrte Darstellung von den Deutschrappern, ne? Dass die Leute sich dann was drauf einbilden, in den Club zu gehen, weil sie damit assoziieren, dass sie da dick Kohle verdienen, dass die respektierte Persönlichkeiten werden auf einmal. Und ja, die wollen dann ein Teil der Unterweltprominenz werden und möchten, dass dann Leute auch mal Angst haben vor ihren Namen, ne? Das ist so bei vielen kleinen Kindern da draußen irgendwie so die Motivation. Zu viel Sons of Anarchy geguckt, auf jeden Fall. Ja, die Leute wollen krass sein. Das ist halt genau das Ding. Aber du bist nicht krass, weil du Hells Angels bist. Du bist nicht krass, weil du Bandido bist. So läuft das halt nicht. Und in jedem Club da draußen gibt es genug Full-Member, die nicht krass sind.
Es gibt auch genug, die gar nicht krass sein wollen. Ne? Aber das ist ja auch so ein Ding. Die kleinen Kinder da draußen, die denken ja, dass wenn jemand eine Kutte anhat, er auf einmal damit Superkräfte bekommt. Aber nein, Digga, du kriegst keine Superkräfte, wenn du die Kutte anhast. Ganz im Gegenteil. Du kriegst eine Zielscheibe auf dem Rücken, wenn du die Kutte anhast. Von anderen Personen, von anderen Leuten, die dich dann testen wollen, von rivalisierenden Leuten, vom Staat. Du hast eigentlich nur eine, du hast eine Zielweste, du hast, ja, eine Zielscheibe auf dem Rücken. Wisst ihr überhaupt, womit der Club zu tun hat? Außer aus irgendwelchen Fernsehsendungen oder Zeitungsberichten, wo sowieso. Rotlicht allgemein. Zu 90% alles Falschmeldungen sind. Zuerst mal ist es ein Motorradclub. Ich glaube, prozentual gesehen hat davon mindestens 70% von euch keinen Motorradführerschein. Das heißt, ihr wisst ja noch nicht mal. Das ist halt das nächste Ding. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich dem hier die ganze Zeit da zustimmen kann. Aber Leute wollen den Motorradclub und haben nicht mal ein Motorrad. Leute wollen den Motorradclub, aber haben nicht mal ein Motorrad. Das ist so, ja, Digga. Einfach lost. Mal, ob euch das Spaß macht. Ich meine, ich muss dazu sagen, mit Anfang 20, als ich damals nach zu Rot-Gold gegangen bin, hatte ich auch kein Motorrad. Aber deswegen war ich ja auch Supporter. Ne? Deswegen war ich ja in einem Support-Club, weil ich eben kein Motorrad hatte. Und ich habe mir nicht angemaßt, mit Anfang 20 Bandito sein zu wollen, weil ich wusste, ich habe die finanziellen Mittel nicht und so weiter. Weil ihr noch nie ein Motorrad berührt, geschweige denn drauf gesessen habt und wollt aber wissen, wie man in einen Motorradclub kommt. Als erstes sollte man wissen oder Spaß daran haben, um dann in einen Club zu gehen, wo es hauptsächlich darum geht, in der Gemeinschaft Motorrad zu fahren. Das verstehe ich nicht, ne? Also das ist schon mal der erste Punkt. Das heißt, wenn Leute zu uns kommen und sagen, ich möchte zu euch gehören, zu dem weltbesten Club. Lucky Luke 61. Ach, das ist doch heutzutage doch kein Motorradclub mehr. Lucky Luke 61, dann geh bitte zu einem der großen Motorradclubs, sag, du willst dort Mitglied werden und guck mal, ob man dich fragt, ob du ein Moped hast oder nicht. So, und guck mal, ob du Mitglied werden kannst ohne Motorrad. Der Welt in dieser Szene, aber ich habe noch Aber Lucky Luke 61 weiß es wahrscheinlich besser als ich. nie auf einem Motorrad gesessen und ich möchte jetzt irgendwann meinen Motorradführerschein machen. Das ist ja schön, dass du es machen willst. Du gehst doch auch nicht zu Bayern München und sagst, du willst jetzt Fußball spielen, hast noch nie gegen den Ball getreten, als Beispiel. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Des Weiteren, was oder warum wollt ihr in diesem Club? Was bringt euch der Club? Denkt ihr, ihr seid cool, ihr seid krass? Wenn ihr vorher nicht krass gewesen seid oder nicht cool gewesen seid, seid ihr es auch nicht, wenn ihr in dem Club seid. Ein Mann muss vorher ein Mann sein. Und wird nicht ein Mann, weil er eine Kutte trägt. Was gibt dir die Kutte? Das ist nur ein. Jetzt bist du nicht empört, angebiedert und negativ erregt über den Versuch einer Kopie des einzigartigen Genghis 44? Ein Plagiat des Harley Genghis, eine Raubkopie des unverwechselbaren Malatya Big One? Edi, mein Bruder. Es ist schon, ich sag mal so, ich kann schon drüber schmunzeln, wenn ich sehe, dass jetzt irgendwie Leute anfangen, über Rocker-Sachen zu reden. Kann ich auf jeden Fall drüber schmunzeln, ne? Ob jetzt er das ist, der so einen Kanal aufmacht und darüber redet, obwohl er eigentlich nicht drüber reden will, sich aber andererseits Boyka81 nennt. Oder ob es ein Philipp Schlaffer ist, der jetzt über seine Rocker-Sachen reden möchte, obwohl er eigentlich nur in einem Nazi-Verein mit Kutten war. Naja. Bro, aber ist doch geil, hast welchen die Türen geöffnet? Ja, soll ja jeder machen, Digga. Soll ja jeder machen. Ein
ein Stück Stoff oder aus Leder. Ich verstehe die Ambitionen dahinter nicht, weshalb die Leute da rein wollen. Dieser Club bringt euch eigentlich nur Nachteile. Er kostet euch Geld, sehr viel Geld. Und er gibt euch kein Geld. Wenn ich frage, ich habe schon Fragen bekommen, darf ich auch arbeiten, wenn ich im Club bin? Digga, wie willst du den Club finanzieren? Denkst du, du kommst da rein und ich sage dir, oh, weil du jetzt in einem Club bist, gebe ich dir jetzt 4.000 Euro monatlich von mir einfach so? Warum? Das ist halt das Geile. Das denken halt echt viele. Wie viel verdient man eigentlich in einem Rockerclub? Solche Fragen hatten wir ja auch schon bekommen, ne? Das war echt so geil, wo die Leute gefragt haben, wie viel man im Rockerclub verdient. Wer bist du? Dich unterstützen soll? Oder woher denkst du? Peter Pliska, danke schön für den Gifted Sub, Bro. Dass du Geld von einem Club bekommst. Jeder ist doch für sich selbst zuständig und muss gucken, wie er über die Runden kommt. Natürlich arbeiten auch alle. Sind selbstständig, sind Angestellte, die müssen einem Job nachgehen. Dieser Club kostet dich Geld. Es gibt Monatsbeiträge, wie in jedem Verein. Plus reist man viel, du musst Spritkosten bezahlen, Hotelkosten bezahlen. Man besucht die Brüder, nicht nur deutschlandweit, sondern auch international. Das sind alles Ausgaben. Bildet euch, informiert euch. Was stellt ihr euch vor, wie ihr in den Club... Ich habe ja mal auf meinem Kanal so eine kleine, ich sag mal, grobe Kostenrechnung gemacht, was so ein Club euch kostet. Und ja, es ist teuer. Es ist auf jeden Fall teuer. Kommt, stellt euch einfach nur mal eure Freundesgruppe vor. Ihr seid 4, 5 Freunde. Wie soll denn ein Außenstehender Kontakt zu euch aufnehmen? Stell mal vor, einer kommt zu euch in eure Clique und sagt, ich will ja zu euch gehören. Ihr guckt den doch an und denkt, Alter, Digga, wer bist du? Verpiss dich. Wir kennen dich nicht. Man muss ja... Wie viel muss man in die Clubkasse zahlen? Ich weiß nicht, wie das bei den Hells Angels ist, aber bei mir war es damals ein Fuffi als Supporter und 150 als Bandido. Durch irgendeine Art und Weise Kontakt aufnehmen, jemanden kennenlernen, um dann in die Gruppe mit aufgenommen zu werden. Weil ansonsten würde jede Random-Gruppe einen nicht akzeptieren. Tampon, bester Mann. Einfach nur, wenn man nicht weiß, wer das ist, ob man dieselben Interessen hat, ob man auf einer Wellenlänge ist. Dafür muss man sich ja kennenlernen. Und wenn ihr keinen Bezug zum Club habt oder gar keine Ambition habt, sprich nicht mal Motorradführerschein, wie wollt ihr zu einer Gruppe gehören, wo alle Leute Motorrad fahren? Selbst wenn ihr dann sagt, es gibt ja so viele, die kommen dann und sagen, ja, ich möchte einen Motorradführerschein machen, aber ich will schon mal in den weltbesten Club. Ja, die Sache hier ist natürlich, ne, jetzt muss man ganz klar sagen, es gab, und da muss man den Lucky Luke vielleicht mal kurz an dieser Stelle auch in Schutz nehmen, es gab natürlich Zeiten und das kann der gute Beuker hier an der Stelle auch nicht bestreiten. Es gab natürlich Zeiten, wo Leute aufgenommen worden sind ohne Motorrad. Einfach nur, damit man Leute hatte. Ja? Es wurden teilweise Harleys verschenkt. Es wurden Leute eingekauft. Und das hat auch Rot-Weiß auch gemacht. Da soll keiner sagen, es wäre nicht so gewesen. Da sind auf jeden Fall Gelder geflossen, damit bestimmte schon bestehende Gruppen reinkommen. Haben auch andere Clubs gemacht, ne? So ist es nicht. Aber deswegen darf man sich auch nicht wundern, wenn Zuschauerfragen kommen, ne? Wenn man halt weiß, okay, da gibt es halt schon Leute, die nicht immer Motorrad gefahren sind oder die kamen rein und hatten am Anfang noch kein Motorrad. Ist jetzt nicht so, als hätte es das nicht gegeben, ne? Und deswegen braucht man da jetzt auch nicht so scheinheilig tun und meinen, okay, ne? Aber an und für sich, mittlerweile ist es schon so, dass du einen Motorradführerschein brauchst, aber es gab auch andere Zeiten. Oder eine Harley brauchst, aber es gab auch Zeiten, da hast du keine Harley gebraucht, ne? Da war es nur wichtig, dass man die Leute am Start hat. Der Welt. Ich will da Mitglied sein, aber ich habe nicht mal Motorradführerschein, aber ich habe es vorhin zu machen. Und dann weiß ich nicht mal, ob ich Motorrad fahren kann oder ob es mir überhaupt Spaß macht. Leute, wir fahren im Pack mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von zwischen 140 und 160. Das ist schon so langsam fast für uns. Wo willst du da mitfahren, wenn du ein Fahranfänger bist? Denkst du, das ganze Pack wartet auf einen Hangaround oder eine Prospect? Weil du ja, hier muss ich widersprechen.
In Amerika mag das so sein. Auf den Highways und so, auf den Freeways, guck mal, in Übersee ist es so, da brüsten sich Motorradclubs damit, dass sie im Pack so schnell fahren können, ne? Da wird sich damit gebrüstet, dass man in Packs schnell fahren kann. Und dann heizen die wirklich im Pack durch die Gegend, ne? Ich weiß nicht, ob die dann. Ich bezweifle auch, dass sie da immer so schnell sind. Aber, also erstens mal, nicht jede Maschine kann das. Du willst auch nicht mit jeder Maschine 160 fahren, längere Zeit. Hast du gar keinen Bock drauf? Also ich mit meiner Road Glide kann das. Aber ich will sehen, wie jemand mit einem Nicht-Touring-Maschine, ne, mit einem offenen Bike, dass der dann länger 160 fährt. Das macht keinen Spaß. Dazu kommt noch, wie gesagt, in Amerika wird sich damit gebrüstet, ne? Das ist so. Ich sag mal, das ist so, ja, man zeigt halt, dass man da quasi erste Liga ist, ne? Je schneller man im Pack fahren kann, desto krasser ist es so, weißt du? Damit wird sich halt gebrüstet. Aber zeig mir mal bitte, wo in Deutschland, du länger als ein paar Kilometer mit 20 Mann 160 fahren kannst oder 140. Ohne dass dir mal wieder irgendein Auto vorzieht und du wieder abbremsen musst, so weißt du? Das gibt es halt nicht. So, das kannst du mal für ein paar Kilometer machen, so. Ansonsten kannst du das vergessen. Also, das ist definitiv, stimmt das nicht. So. Durchschnittlich 160. Ja, fahr mal auf einer Autobahn durchschnittlich 160. Oder 140. Fahr einfach mal 140 auf einer Autobahn durchgehend. Wo willst du denn das machen? Kommt dir doch ständig einer in die Quere. Peter Pliska, Dankeschön für den weiteren Gifted. Jetzt gerade einen Führerschein gemacht hast und wir haben eine Reise von 2000 Kilometer vor uns und müssen mit 60 fahren, weil du nicht hinterherkommst oder Stützräder hast. Macht euer Ding. Bevor ich in den Club gekommen bin, habe ich schon 8 Jahre Motorradführerschein gehabt und bin gefahren. Also keine Ahnung, wie das bei dem einen oder anderen Fahranfänger aussieht. Ich kann nur sagen, es gibt eigentlich nichts Leichteres als Autobahnfahren, ne? Es gibt eigentlich nichts Leichteres als Autobahnfahren. Also es kann wirklich jeder Schimpanse kann auf einer Autobahn mit dem Moped durchziehen, ja, das ist ja keine Kunst. Motorradfahren, ne, die Spreu vom Weizen, die trennt sich auf Landstraßen in engen Kurven. Ob du durch die engen Kurven auch schnell durchkommst oder nicht, ne? Da merkst du, ob jemand fahren kann oder nicht. Aber nicht, ob du auf einer Autobahn 160, 200 oder was weiß ich was fahren kannst, ne? Weil, da geht es dann nur darum, keine Angst zu haben. Aber das ist jetzt, weiß ich nicht. Also ich behaupte, jeder Fahrschüler auf einem Motorrad, der ein offenes Motorrad fährt, kann 160 auf einer Autobahn fahren. Erst dann habe ich irgendwann die Ambition dazu gesehen. Sind hier Motorradfahrer im Chat, der mir das, sind hier Motorradfahrer im Chat, die mir das bestätigen können? Also andere Motorradfahrer? Also Autobahnfahren ist ja wohl wirklich das leichteste von allem, oder? Aber fahr mal im Harz mit einer hohen Durchschnittsgeschwindigkeit durch die engen Kurven und so. Da sieht's dann schon anders aus. Kannst du mit den meisten Harley sowieso nicht, weil du gar nicht die Schräglage hast. Da mal reinzugehen. Aber ich hatte meine Erfahrung und
Ich würde mir selber dumm vorkommen, wenn ich als Neuling oder der, der reinkommt, die ganze Truppe behindert. So, was wollen die noch wissen? Gibt es noch irgendwelche Sachen im Club da? Wie kamst du überhaupt zu den Hells Angels? Wie kam ich dazu? Ich hatte durch Freunde, die jetzt meine Brüder sind, schon Kontakt zum Club. Eines Tages sind sie auf mich und weitere Brüder von mir jetzt zugekommen, die damals, wir waren alle nicht im Club, und haben uns gefragt, ob wir nicht Interesse hätten, dem Club beizutreten. Aber sie haben es aus folgendem Grund getan, weil wir uns schon seit Jahren kannten, die auch unsere Werte und Einstellungen kannten und wussten, wir haben Motorräder, wir würden von unseren, wie gesagt, von unserer Einstellung passen. Dann haben wir das für uns abgewogen und besprochen und uns entschieden, dass das der Weg ist, den wir gerne gehen wollen würden. Ja? Und dann haben wir auch unsere Zeit abgelaufen, wie es sich gehört. Nach World Rules haben wir unsere Zeit gemacht und sind dann Member geworden. Ganz einfach. Und so bin ich zu dem Club gekommen. Aber ich habe mir da gut Gedanken drüber gemacht. Bin auch mit 30 reingegangen. Also ich bin seit 4 Jahren im Club. Ich hatte genug Zeit, darüber nachzudenken. Und mit dieser Euphorie und diese ganzen Gangster-Sachen, die ihr da seht in den Filmen oder was auch immer. Ihr habt ganz, ganz falsche Denkweisen oder Ansatzpunkte, weshalb ihr da rein möchtet. Ihr müsst euch mal selber reflektieren und euch fragen, aus welchem Grund möchte ich in diesem Club. Und es geht nicht darum, dass es jetzt eine Modeerscheinung ist oder dass es cool ist oder dass ihr irgendwen beeindrucken wollt. Weil ihr beeindruckt keinen. Weil alle, die im Club sind, sind ja genau auf demselben Status wie ihr. Ja, es geht ja den Leuten nicht darum, andere Leute im Club zu beeindrucken, sondern die wollen ja dann mit ihrer Kutte flexen. Genauso wie Leute mit einer Rolex flexen oder mit einem AMG flexen oder mit einer Harley flexen, wollen die dann mit ihrer Kutte flexen. Ne? Das ist ja so dann der Ansporn von diesen Leuten. Es ist halt einfach eine Lebenseinstellung und dieselbe Denkweise, die man hat. Ne? Ihr seid sogar eher im, keine Ahnung, ihr benachteiligt euch. Es gehen viele Türen zu. Es öffnen sich natürlich auch viele, dadurch, dass man viele Kontakte hat auf der ganzen Welt, viele Brüder hat auf der Welt. Also das ist halt, das ist das Schöne an dem Club. Ne, dass du familiäre Kontakte knüpfst, nicht nur deutschlandweit in jeder Stadt, sondern wirklich around the world. Ne, egal wo du hinkommst, ist fast jemand, der dich empfängt, herzlich empfängt, sich um dich kümmert. Und das ist das Schöne. Aber es gehen auch viele Türen zu. Egal, du wirst abgestempelt, alleine weil du im Club bist, du musst gar nichts machen. Du bist schon ein Assi. In den Medien bist du ein Assi, bei der Polizei bist du ein Assi. Wenn irgendwas ist, und du verurteilt wirst oder eine Strafanzeige bekommst, du kriegst einfach die doppelte Strafe, weil du Mitglied im Club bist. Das müsst ihr. Das kann ich traurigerweise bestätigen. Auch wenn es meiner Meinung nach nicht so sein sollte, aber du hast auf jeden Fall, ich nenne es ja immer den Rockerbonus, ich habe ja auch schon mal angesprochen gehabt, du kriegst den Rockerbonus, ne? Und das ist nicht immer gerechtfertigt, weil es gibt, wie gesagt, auch ganz normale Mitglieder im Club, die sich entweder noch nie was zu Schulden kommen haben lassen oder nur Kleinigkeiten haben zu Schulden kommen lassen. Und dann ist es natürlich scheiße, wenn du da erstmal nochmal doppelt so einen auf den Deckel kriegst, ne? Gatsby 10, du, das ist halt nicht korrekt, was du da sagst. Vor allen Dingen dieses dann auch noch dafür zahlen müssen, mit einem Motorrad durch die Gegend zu fahren. Du hast keinerlei Ahnung von Vereinsstrukturen oder so, ne? Also, wenn für dich persönlich ein Verein nichts ist, kannst du ja trotzdem nicht die anderen Leute diskreditieren dafür, dass sie in einen Verein gehen, ne? So, und nenn mir mal einen Verein, wo du kein Geld zahlst. Ob du in Schachverein gehst, wo du zum Schachspielen Geld bezahlst. Ob du in Fußballverein gehst, wo du zum Fußballspielen Geld bezahlst. Ob du im Motorradclub gehst, wo du zum Motorradfahren Geld bezahlst. Ob du, keine Ahnung wo bist, in einem Kegelclub bist, in einem Dartverein oder sonst wie was. In jedem Scheißverein zahlst du Geld. So, und dieses fürs Motorradfahren Geld bezahlen, das ist halt...
Das kannst du halt auf alles andere ummünzen, auf jeden anderen Verein. Durch alle vor Augen halten. Was die schlimmste Situation war mit der Gang. Also ich muss echt sagen, dass wir aktuell, das ist immer von Stadt zu Stadt ja unterschiedlich. Es gab nichts Schlimmes. Muss ich wirklich sagen. Das ist, Ey, es zahlen Leute Geld dafür, um in ein Fitnessstudio zu gehen und dort nur Fahrrad zu fahren. Ja? Dafür zahlen die dann 20 Euro im Monat. Die machen nichts anderes als Cardio. Das kann auch jeder draußen machen. Aber die zahlen Geld dafür, um sich in einem Raum mit anderen Menschen, die schwitzen, in stickiger Luft, Fahrrad zu fahren. So, das ist ja das Krasseste überhaupt. Leute, die Geld zahlen für ein Fitnessstudio, um Cardio-Training zu machen. Es sind kleine Vorfälle, die so oder so durch die Medien immer aufgebauscht werden. Dann, selbst wenn es mal eine Prügelei gibt oder was auch immer, Meinungsverschiedenheit, dann ist in den Medien... Wenn ich in Vereine gehe, ich Fußball spielen, in einem Motorradclub, musst du für irgendwelche Leute zahlen, die damit sich selber vergnügen? Oder gibt es eine Garantie, dass dein Geld gut verwirtschaftet wird? Alter, ich sag ja, du hast überhaupt keine Ahnung davon, dann red doch bitte nicht davon. Red doch nicht abfällig über eine Sache, wovon du keine Ahnung hast. Es gibt doch nicht umsonst in jedem Charter ein Treasure, einen sogenannten Schatzmeister, wie auch in anderen Vereinen es einen Schatzmeister gibt, der die scheiß Kohle verwaltet. Und mit der Kohle werden teilweise Ausfahrten finanziert. Mitglieder können sich in einem Motorradclub Kredite nehmen über die Clubkasse. 0% Finanzierungskredite im Übrigen. Mitglieder können... es werden Getränke damit gekauft, es wird Merch damit gekauft, damit wird dann wieder die Clubkasse gefüllt, es wird das Clubhaus damit bezahlt. Also das ist, ey, Digga, wirklich, wenn du keine Ahnung hast, dann red doch nicht darüber. Vor allen Dingen, du kannst ja fragen, ne? Du kannst ja fragen, wenn du etwas nicht zu wissen, ist ja nicht schlimm, da fragt man nach, ne? Aber dieses Voreingenommene, ne, das ist das, was ich gerade bei dir kritisiere, Gatsby. Dass du voreingenommen an die Sache rangehst, das kritisiere ich hier gerade. Nicht, dass du nicht weißt, wie das funktioniert. Du musst das nicht wissen. So. Nicht jeder muss alles wissen. Ja, aber dieses Voreingenommen, da dran zu gehen und zu sagen, das wäre so und so, das ist halt echt Schwachsinn. Mongols MC ist ein cooler Club. Ich feiere die Mongols. Ja, Kredite, die Hälfte der Kohle ist illegal verwirtschaftet, Genghis Khan so oder so ist schlecht. Ja, Digga, wenn du meinst, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu diskutieren. Du hast deine voreingenommene Meinung und ich habe weder Lust noch die Nerven, deine Meinung irgendwie umzudrehen oder so. Von daher, behalt deine Meinung und dann ist gut. Jeder Full-Member hat auch einen Schlüssel zum Clubhaus, klar. So ein riesen Tamtam, wo nie drüber berichtet worden wäre, wenn es keine Clubmitglieder sind. Weißt du?
Und das ist das. Wir sind ein Club, werden aber als Gang abgestempelt und wie auch immer. Du kannst nicht, weil, keine Ahnung, ein, zwei verurteilt worden sind, das ist 3, 4 sein, whatever, aber kannst du nicht eine komplette Gruppe verallgemeinern. Wie war deine Prospect-Zeit und wie lange ging sie? Ja, sie ging so lange, wie sie ging. Also es gibt bestimmte Kriterien, wie lange sie laufen muss. Das habe ich gemacht. Die Prospektzeit war geil, hat Spaß gemacht. Du nimmst viel mit. Die ist so oder so Pflicht. Und ich würde sie nochmal machen. Also muss nicht sein, aber es war eine gute Zeit, ja. Was genau sind die Hells Angels? Was machen die und warum heißen die so? Ja, das ist so wieder so eine Fanfrage. Hells Angels ist ein Motorradclub. Was machen die? Fahren Motorrad. Wie es der Club sagt, auch wenn die Allgemeinheit denkt, oh nein, ich weiß nicht, was ihr denkt. Motorrad fahren kann man auch alleine oder mit zwei Kumpels, ja. Wenn du glaubst, dass Motorradfahren mit alleine oder mit zwei Kumpels dasselbe ist, wie wenn du mit 20 Mann fährst, ne, und dich danach alleine National Run, Alter. Du fährst ganz Deutschland, alle Chapter fahren einfach los in ein anderes Land, nach Italien oder nach Spanien oder so. Und du fährst dann teilweise mit 40, 50, 60 Leuten los gemeinsam. Und dann triffst du auf der Strecke immer mehr andere Leute. Und hinterher feierst du einfach eine Woche lang mit 1000 anderen Leuten oder 2000 anderen Bikern, die alle aus deinem Club sind. Wenn du mir erzählen willst, dass das dasselbe ist wie mit zwei Kumpels fahren, Digga, ich sag ja, du bist einfach, was das angeht, was dieses Thema angeht, bist du einfach verloren. Dass wir uns treffen und irgendwelche Raubüberfälle planen, was für fette, krasse Deals, Alter. Das ist einfach echt so lächerlich. Woher kommt der Name oder was war die letzte Frage? Warum heißen die so? Warum heißen die so? Ja, es ist, die heißen so, weil sie so heißen. Ja, die Gründungsväter kommen aus Amerika und die haben den Namen von einer Bomberstaffel der US Air Force übernommen. Und ja, das ist einfach die Begründung. Einer fragt, gibt es Support-Shirts, Jacken von N-Central? Ja, gibt es. Gibt's auch, ja. Musst du auf unserer Support-Seite gucken. Support and Central, glaube ich. Oder Support 81 and Central. Ja, so viel zu dem Thema Club. Ich hoffe, ich habe damit jetzt ein, zwei Fragen von euch beantworten können oder allgemein ein paar Sachen aufklären können. Seid mir nicht böse, das Thema nervt halt, weil meiner Meinung nach denke ich, wenn ich etwas möchte oder wenn mich etwas so sehr interessiert, dann setze ich es auch um. Ne? Und sitze nicht einfach nur rum und sage, ich würde gerne einen Club, ich habe keinen Draht. Dieses Jahr war ein bisschen bescheiden, ja, muss man sagen. Da waren nicht so viele Veranstaltungen oder Partys. Aber wenn ihr den Club so gerne verfolgt oder der euch so sehr interessiert und ihr da unbedingt rein wollt, in jeder Region sind Clubpartys. Wir haben fast in jeder Stadt Charter mit Open-House-Partys. Geht dahin. Die Partys sind öffentlich, deswegen heißt es Open-House-Party, dass man da hinkommen kann und die Leute kennenlernen kann. Sprich, die Member kennenlernen kann, die Prospects. Habe ich ja auch schon gesagt, ne? Das ist ja auch eine Sache für sich, von wegen Open House Partys. Eine bessere Möglichkeit gibt es nicht, um die Leute vom Club kennenzulernen. Und der Chat beruhigt sich jetzt mal wieder. Django, du hast da, glaube ich, ein, zwei Nachrichten zu viel gelöscht im Eifer des Gefechts, weil das mit Fußball und Public Viewing war auf jeden Fall ein guter Vergleich. Aber Beleidigungen lassen wir trotzdem, ne? Keiner braucht den Gaspi beleidigen. Wenn einer den Gaspi beleidigt, dann bin ich das. Und dann hat das seine Gründe und dann ist das verbunden mit einem Bann. Aber ansonsten, solange niemand beleidigt, kann hier jeder sagen, was er möchte. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Open-House-Partys, habe ich ja auch schon in einem Video gesagt. Wenn ihr die Leute kennenlernen wollt, geht zu den Partys.
In meinem Video, wie werde ich 1%er, ist eigentlich erklärt, wie man's, ja, wie man 1%er wird. Ich verstehe das einfach nicht, die allgemeine Clubsache, so oder so zieht man sich runter, wenn da Mitglied ist. Ich glaube es ja, dass es schöne Momente hat im Club, aber wie kommt das im Arbeitsleben, wenn die Kollegen wissen, dass man im Rockerclub sich die Nase pudert? Naja, nicht jeder, der im Rockerclub ist, pudert sich die Nase. Es gibt genug Mitglieder in Rockerclubs, die Abstand zu Drogen haben. Also ey, ich weiß nicht, was ihr da für immer für Filme schiebt, ne? Sowas kann auch nur jemand sagen, der noch nie auf so einer Party da war. Ey, da gibt es genug Leute. Aber ja, wie gesagt, das ist mir echt zu mühselig. Das ist mir echt zu mühselig mit dir. Ich scheiß da einfach drauf und gut ist. Die Hangarounds kennenlernen kann, die Supporter kennenlernen kann und dann kann man mit den Leuten da auch reden. Unsere Open House Party sind immer mega besucht, die Leute kommen, man unterhält sich, die können alle Fragen stellen. So kriegt man dann auch einen Draht zum Club und sitzt nicht nur rum und sagt, ja, wie werde ich... Muss man in einer Open House Party Geld bezahlen und wie läuft das ab, wenn man da hingeht? Ja, also Open House Partys werden ja von Clubs veranstaltet, damit Geld in die Clubkasse kommt, ne? So, wie kommt Geld in die Clubkasse? Ganz einfach, indem du dir da Getränke kaufst oder so, ne? Manche Clubs machen das mit Bargeld, bei anderen Clubs musst du Verzehrkarten kaufen und für die Verzehrkarten kannst du dir dann da Essen und Getränke kaufen und damit kriegt dann der Club halt quasi sein Geld, ne? Es ist zwar Open House, aber trotzdem irgendwo eine geschlossene Veranstaltung, wo dann halt, es ist im Endeffekt wie wenn du in eine Kneipe gehst. Nur, dass du in die Kneipe der Hells Angels gehst oder dass du in die Kneipe der Bandidos gehst oder dass du in die Kneipe der Brothers gehst, ja. Du gehst dann dahin auf ein Fest von denen und bezahlst dann halt dafür die Sachen, die du konsumierst, ganz einfach. Wie werde ich Member? Digga, wie wirst du Member? Überhaupt gar nicht. Weil, wie gesagt, 90% von euch nicht mal Motorradführerschein haben, aber in den Motorradclub wollen. Und das ist einfach das, was ich nicht verstehe. Wie gesagt, reflektiert euch, fragt euch, warum ihr in den Club wollt. Was ist eure Ambition? Seid euch dessen im Klaren. Aber bevor ihr das alles macht, macht einen Motorradführerschein, ehrlich. Weil ansonsten nimmt euch keiner ernst. So, ansonsten mache ich das Thema jetzt zu. NRW ist zu. Ich mache Nordrhein-Westfalen zu. Reicht, ich habe auch keinen Bock mehr. Das wird das einzige Video sein, wo ich da jetzt einmal so ausführlich drüber gesprochen habe. Weil ich will mich nicht auf... ja. Gefallen, lasst einen Daumen da, abonniert, aktiviert die Glocke, auch wenn nichts mehr über den Club kommt. Jetzt tausende Abonnenten verloren, weil alle sagen, oh, der redet nicht mehr über den Club, das ist ja nicht interessant. Und das war's mit dem Video. Okay, das war's mit dem Video.